Wenn Sie sich das Handelszentrum vorstellen, unmittelbar neben dem Handelszentrum ist eine Kfz-Werkstatt. Und an diesem Gebäudekomplex, der angefangen hat zu brennen, wo ja Medimax Rossmann ist, der vordere linke Bereich, hätten wir vielleicht initialerweise mal eine Karte an die Wand schmeißen müssen, ist ein Sachverständigenbüro. Und zwischen diesem Sachverständigenbüro und der Kfz-Werkstatt ist ein schmaler Gang, der ist ungefähr vielleicht 3 Meter breit. Und in diesem Gang standen 2 Fahrzeuge und zwischen diesen Fahrzeugen befand sich ein Reifenstapel. Und das hintere Fahrzeug, das wurde durch die beiden Kinder in Brand gesetzt, so nachdem es hier entstand. Also in dem Gang stehen 2 Fahrzeuge? Ja, ja und genau. Zwischen diesen 2 Fahrzeugen ist ein Reifenstapel und die haben im Prinzip das hintere Fahrzeug in Brand gesetzt. Dadurch hat der Reifenstapel auch Brand oder Feuer gefangen. Und das Feuer hat sich dann aufgrund der Tatsache, dass das Fahrzeug halt sehr dicht an dem Gebäude dran stand, auf das Gebäude ausgebreitet. Und dann hat sich der Brand im Prinzip durch den Dachbereich auf das Handelszentrum ausgebreitet. Also dann hat die Kfz-Werkstatt gebrannt oder das Büro? Das Büro. Okay. Bei Brände war es so, dass die Tonne relativ dicht an einem Haus stand und damit natürlich auch Personen in Gefahr geraten sind, sodass wir da unbedingt schnell einen Handlungsbedarf gesehen haben. Wo kommen die 12 und 13, wo kommen die beiden Kinder her? Dazu möchte man hier an der Stelle keine Aussagen machen. Einfach auch um die Gerüchte, die ja irgendwie verbreitet wurden, um denen nicht weiter Futter zu geben. Deswegen wird das einfach konkretisieren, damit wir den Gerüchten mit Fakten das wird im Nachgang jetzt, ob sich das so bestätigt und die Staatsanwaltschaft das auch so sieht, natürlich der Anfangsverdacht besteht, dass hier eine Verletzung der Fürsorge und Erziehungspflicht vorliegt. Gegen wen sich dieses Verfahren richtet, dazu möchte ich hier an der Stelle auch keine Angaben machen.